Leute, ich bin Janaina. Ich bin heute wieder mal für Fressnapf unterwegs. Ihr wisst, Fressnapf hat viele Mitarbeiter und viele von ihnen setzen sich privat heldenhaft für Tiere ein. Eine davon ist Katja. Sie kommt aus Rheine, wo ich gerade bin. Ich werde sie gleich besuchen. Sie wird uns erzählen, was sie alles macht. Kommt mit. Hi, hi Katja, na, wie geht's dir? Gut, komm rein. Dankeschön. Wow, habt ihr schön hier. Ja, wir haben ein kleines Kaninchen, Meerschweinchen, Paradies. Das sind wirklich Tiere, die ausgesetzt worden sind oder gefunden teilweise worden? Teilweise Abgabetiere, wo halt ein Tier verstorben ist und die Leute wollten mit der Haltung aufhören. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich nehme die auf. Es ist ja auch schon im Ort so bekannt. Und werden sie überhaupt noch vermittelt? Nee, die jetzt, die hier drin sind, nicht mehr. Das ist. Also sie bleiben hier? Genau, die haben jetzt halt hier ihren Ruhesitz. Ich habe wohl noch andere Tiere da, die man noch vermitteln kann, die auch zur Vermittlung frei sind. Na und jetzt, wir müssen noch langsam reingehen. Ich habe da jemanden, der noch Hunger hat. Kann ich gerne noch jemanden zeigen? Oh ja, ja, ja? Gerne. Okay. Ja, ich komme mit. Oh mein Gott, wen hast du denn da? Das ist Sternchen. Hm? Sternchen? Hallo, Baby. Oh, die ist ganz klein. Ja, die ist jetzt 3 Wochen alt. Nein. Also, das bedeutet, du engagierst dich auch für Katzen? Genau, ich bin in der Katzenhilfe aktiv und habe immer die ganzen Flaschenkinder. Und wie machst du das, wenn du arbeitest? Die kommen mit zur Arbeit. Sie kommen mit? Genau, die kommen dann in den Aufenthaltsraum hinten, haben da ihre kleine Wärmflasche mit drin. Alle paar Stunden kann ich dann immer nach hinten gehen, ein bisschen Flasche geben, ein bisschen betüddeln und dann weiterarbeiten. Wow, und jetzt ist Zeit für Milch? Genau, kannst gerne mal versuchen. Wirklich? Ja. Oh ja, ich glaube, sie freut sich. Ja. Warte, 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 hier, hier. Ja, ja, da, da, da. Ja. Oh mein Gott, darf ich das sagen, dass es so eines der süßesten Momente meines Lebens ist? Und wie lange muss sie noch warten, bis sie endlich mal eine neue Familie dann, so bei einer neuen Familie einzieht? Genau, vermittelt wird die mit 3 Monaten bei uns. So, Katja, wen haben wir denn hier? Hier ist ein Igel drin. Ein Igel? Der Horst. Nein. Den hatte ich hier zur Überwinterung. Den haben wir letztes Jahr, hat meine Schwägerin den gefunden. Mit sehr starkem Untergewicht und der war auch schon unterkühlt. Der war da im Garten, auch tagsüber. Das ist ja immer schon so ein Warnsignal, wenn man die tagsüber findet. Habe ich den bei mir aufgenommen, untersuchen lassen, ob das der gesund ist halt. Die ganzen Parasiten sind behandelt. Der durfte dann in den Winterschlaf gehen und jetzt hat er hoffentlich genug Gewicht. Okay. Wir können gleich einmal wiegen, ob das jetzt passt. Oh. Sag mal hallo. Ja, der hat 835 Gramm, das ist perfekt. Das ist unglaublich, wie du dich einsetzt für Tiere, für unterschiedliche Tiere. Wann hast du damit angefangen? Das war eigentlich immer schon so, auch als ich ein kleines Kind war. Ich habe immer schon Tiere toll gefunden und das ist nie, hat nie aufgehört. Also, ihr habt es gesehen, die Fressnapf-Mitarbeiter, die engagieren sich unglaublich gerne für Tiere, auch in ihrer Privatzeit. Sie zeigen immer, dass sie ein Herz für Tiere haben. Also es ist wirklich eine coole Sache. Jeder kann sich engagieren, auch du kannst es machen. Und falls ihr das machen wollt oder einfach mehr erfahren wollt zu unseren tierischen Helden bei Fressnapf, dann schaut einfach in unsere Homepage rein. Es ist wirklich eine tolle Sache, es lohnt sich.